Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu meiner Review des neuesten Nanatsu no Taizai Kapitels. Wir kommen mal wieder zu einem neuen Chapter. Wir haben Chapter 304, das da heißt Der Wunsch des Henkers, und damit kommen wir natürlich auch direkt wieder zu Zeldris. Zeldris ist in diesem Kapitel wieder sehr präsent, muss man sagen. Das finde ich natürlich wieder ziemlich nice. Wir haben ein Gespräch zwischen Zeldris und seinem Vater und wir sehen die Perspektive des Dämonenkönigs ein bisschen. Also wir sehen, wie der Dämonenkönig seinen Söhnen gegenüber und gerade hier in diesem Beispiel ganz besonders Zeldris gegenüber eingestellt ist, beziehungsweise immer war. Das heißt, wir sehen, wie sieht er das Ganze und hat er vielleicht möglicherweise schon immer gewusst, dass Zeldris genauso ein lächerlicher Junge ist wie Meliodas, dem du nicht vertrauen kannst, also jetzt mal aus der Sicht des Dämonenkönigs betrachtet, und da sehen wir so ein bisschen seine Perspektive, seine Sichtweise. Auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Gespräch. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt auf das nächste Kapitel, denn anscheinend haben wir, um das mal direkt vorwegzunehmen, mit dem nächsten Kapitel, das letzte Chapter, wo der Dämonenkönig bekämpft wird. Oder zumindest, wo Meliodas halt gegen seinen Vater ankämpfen wird. Was danach passieren wird, das kann man jetzt auch noch nicht sagen, das kann ich auch nicht sagen. Also ob danach jetzt König Meliodas, also wirklich der richtig neue Dämonenkönig kommen wird, oder Supreme Deity, die höchste Gottheit, wer da jetzt als nächster Gegner gedroppt wird, das kann man nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Dämonenkönig wird hier jetzt an dieser Stelle nicht der Endgegner sein. Ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Höchste Gottheit mindestens. Es sieht aber so aus, dass das nächste Chapter das letzte sein wird, wo gegen den Dämonenkönig, gegen Meliodas und Zeldris Vater angekämpft wird. Wir kommen erstmal auf das Gespräch von Zeldris und König Meliodas zu sprechen. Mit König Meliodas meine ich natürlich den äußeren Meliodas, den erwachsenen Meliodas, der als Körper vom Dämonenkönig benutzt wird. So also sage ich dann dementsprechend immer König Meliodas, damit meine ich den Dämonenkönig in dem Körper. König Meliodas und Zeldris tauschen sich ein wenig aus, denn Zeldris ist ja momentan in einer guten Stellung. Er hilft den Seven Deadly Sins. Er hat ja diesen komischen Kopf attackiert, diesen Begleiter von König Meliodas, den König Meliodas erschaffen hatte, um die Seven Deadly Sins auch aus der Ferne angreifen zu können. Wir haben ja gesehen, dass die Sins Emotionen Meliodas in dem Kopf von König Meliodas helfen, also sie helfen ihn, sie unterstützen ihn, sie geben ihm seelischen Beistand. Und das ist natürlich die Stärke, die Emotionen Meliodas braucht, um seinen Vater in dem Kopf zu besiegen, damit er ihn quasi aussortieren kann, rausschmeißen kann und wieder die Kontrolle über seinen eigenen Körper erlangen kann. Jetzt denkt sich König Meliodas, jo, ich erschaffe einfach einen Kopf, einen Geschützturm, kann man sagen, damit ich aus der Ferne dementsprechend die Quelle dieser Kraft für Meliodas vernichten kann, weil er selber natürlich mit Bann beschäftigt ist, weil er ihm die ganze Zeit aufs Maul haut, muss er natürlich jetzt hier einen Begleiter erschaffen, der halt die Seven Deadly Sins und die Quelle dementsprechend unterbricht. Wir sehen dann Zeldris, natürlich im letzten Chapter, der diese Quelle halt verteidigt und den Kopf vernichtet, somit also Zeldris auf der guten Seite haben. Und Zeldris bekommt jetzt hier einen neuen zusätzlichen Gegner, denn König Meliodas erschafft einfach einen zweiten Krieger, kann man sagen. Ein zweites Monster, sieht ein bisschen so aus wie einer von den Six Knights of Black aus dem Taizai-Film, ich glaube Dahaka hieß er, dieses komische Monster mit dem großen Maul oder so. So ähnlich sieht das aus und Zeldris kämpft halt gegen den, ist auch ziemlich stark. Wir sehen in der Ferne dann halt noch so ein bisschen was von Ma'el und Ludoshil. Da hatten ja einige im letzten Kapitel, letzte Woche mich angesprochen bzw. gefragt, was jetzt mit Ludoshil passiert ist, weil wir in dem Kapitel gesehen haben, dass er sich so ein bisschen auflöst. Ich denke aber, er ist jetzt nicht großartig stark in Gefahr, also dass er irgendwie tot ist oder am Rande des Todes oder so, also es hätte nicht mehr viel gefehlt, sicherlich, aber ich denke anhand von Ma'ets Reaktion, weil dann nicht wirklich von seiner Seite aus viel kam, kann man sagen, Ludoshil lebt noch, aber er löst sich halt so ein bisschen auf, beziehungsweise das liegt halt an der Barriere, die er natürlich erschaffen hat, weil der Kopf im letzten Chapter natürlich die ganze Zeit rumgeschossen hat, wie so ein Wahnsinniger, und dementsprechend haben wir hier Ma'el und Ludoshil, Hendrix und so weiter, die dann halt am Boden chillen und eigentlich gar nichts machen und nur zugucken, wie Zeldris halt in der Luft kämpft,
gegen den neuen Gegner und Bann halt gegen König Meliodas, der halt nicht an die Seven Deadly Sins herankommen darf. Dementsprechend haben wir zwei Kämpfe im äußeren Feld, kann man sagen, in der realen Welt. Also einmal Banns Kampf, einmal Seldris Kampf und natürlich den seelischen Kampf im Kopf von König Meliodas. Meliodas gegen seinen Vater. Wir erfahren dann von König Meliodas gegenüber Seldris, dass dieser seinen Sohn ebenfalls nie wirklich mochte, kann man sagen. Also, dass Seldris immer schwach war und dass er immer schon gewusst hatte, dass Seldris mit einer vom Vampir-Clan zu tun hatte, dass er mit ihr Rendezvous hatte und so weiter. Und dass er nur nie was gegenüber Seldris getan hatte, also ihn ausgemerzt hatte oder so, weil Seldris im Gegensatz zu Meliodas Gehorsam gezeigt hatte. Das hat der Dämonenkönig toleriert. Weil bei Meliodas kann man sagen, er hat sich komplett gegen seinen Clan gedreht und Seldris nicht. Also Seldris hat sich ja den 10 Geboten angeschlossen, hat noch für seinen Clan hingearbeitet, aber natürlich auch mit dem Ziel, dass er, wenn er selber Dämonenkönig werden wird, die Welt zu einem besseren Ort machen kann, zu einem Ort, wo alle in Frieden leben können. Auch wenn wir natürlich in Staffel 2 oder in der Vergangenheit einiges von Seldris gesehen haben, was natürlich ein bisschen der falsche Weg war, wo er natürlich ein bisschen als Antagonist auch gezeigt wurde, aber im Kern ist er ein guter Typ und wollte diesen ganzen Posten und so weiter eigentlich nur erobern, damit er im Endeffekt eine bessere Welt schaffen konnte. Und das hat der Dämonenkönig schon immer gewusst, zumindest predicted, kann man sagen, und deswegen hat er auch Seldris nie wirklich leiden können. Er benennt die Liebe zu Gelda, also zu Seldris Freundin, als Schwäche, dass die Liebe, die Meliodas für Elizabeth hat, ist eine Schwäche und dementsprechend auch eine Schwäche bei Seldris, die er für Gelda hat, dass das immer eine Schwäche ist und das wird immer eine Schwäche sein und das ist immer etwas, was der Dämonenkönig selber nicht hat und so weiter. Also diese ganze Thematik, dass die perfekten Söhne nicht wirklich zustande gekommen sind, aber das war es eigentlich im Grunde. Also er spricht hier wirklich nur über die Schwäche und was für eine Schande seine beiden Söhne sind und so weiter und wie Seldris denn ihm nur verraten kann. Also wirklich diese ganzen Punkte und wir kommen zu dem seelischen Teil in diesem Kapitel, also den inneren Kreis rund um die Seven Deadly Sins und Meliodas. Die sind natürlich nur ein seelischer Beistand, kann man sagen. Die kämpfen jetzt nicht wirklich. Wir sehen, Meliodas kämpft, also Emotion Meliodas kämpft gegen seinen Vater, während die Seven Deadly Sins, beziehungsweise nur 5 von denen, weil Bann ist draußen und Meliodas ist ja selber am Kämpfen, 5 von denen, Escanor, Merlin, Gopher, King und Diane und Elizabeth dementsprechend, stehen ein bisschen fernab von diesem Kampf und rufen Meliodas halt etwas zu, damit er immer mehr Kraft bekommt. Es ist ein bisschen Nakama-Power, aber ich finde es trotzdem gut eingesetzt. Das hatte ich ja ein paar Kapitel vorher schon erwähnt, wie ich das eigentlich gut eingesetzt finde. Wir haben zum Beispiel Escanor, der zu Meliodas sagt, du bist dafür verantwortlich, dass ich leben kann und so weiter. Du hast mich aus dem Reich geholt, bla bla bla. Und diese ganzen Sachen. Und Escanor spricht jetzt von seiner Schwäche, die er hat, weil er Sunshine nicht mehr besitzt und so weiter. Und dass Escanor aber trotzdem für die Gruppe stehen wird und trotzdem die Gruppe unterstützen wird und für Meliodas kämpfen wird. Ja, Merlin, die von irgendeinem Versprechen spricht. Wahrscheinlich geht es um den Fluch, der gebrochen werden soll. Aber da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was sie damit meint, aber sie spricht dementsprechend auch davon, dass sie auf jeden Fall alles tun wird. Wir haben Gopher, der von seinem Herzen spricht, das er erlangen konnte, auch nur aufgrund der Zusammenarbeit mit den Seven Deadly Sins. Wir haben King, der mit Meliodas definitiv in der Zukunft nochmal sprechen möchte, von Angesicht zu Angesicht, also wirklich nur unter 4 Augen, weil er möchte, dass er sich bei den Seven Deadly Sins entschuldigt, weil King war ja gerade rund um Staffel 2 sehr an Meliodas geraten, kann man sagen. Er hat ihm ja voll misstraut und hatte ihn ja wirklich als Bösen angesehen, kann man sagen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das ganz wichtig sein wird, wie Meliodas kämpfen wird. King spricht also von seinem Streit mit Meliodas und dass er das geklärt haben möchte in der Zukunft, deswegen will er auf jeden Fall, dass Meliodas zurückkehrt. Diane spricht von ihrem Respekt gegenüber dem Captain, weil sie natürlich in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen verliebt in diesen war, aber das war natürlich immer noch wieder so ein bisschen so eine andere Sache, was man natürlich in Taisa herausgefunden hatte. Und Elizabeth hat dann so ziemlich das letzte Wort, sie sagt, wir werden alle auf dich warten, es wird eine Wiedervereinigung geben und so weiter. Die 7 Deadly Sins, beziehungsweise die 5 Deadly Sins, die wir jetzt hier haben, sollen nämlich wieder aus dem Kopf von Meliodas rausgehen. Solange Meliodas an diese denkt und weiß, dass diese ihn unterstützen, kann er gegen seinen Vater kämpfen, aber er möchte sie jetzt
erstmal nicht mehr hier in diesem Kopf drin haben, sondern wieder in der realen Welt haben, damit die die anderen unterstützen können. Also, es ist einfach dieser seelische Beistand, dieser kleine Arschtritt, den Meliodas brauchte, um zu erkennen, dass seine Freunde für ihn da sind, dass seine Familie für ihn da ist. Und ich finde das in den letzten paar Chaptern definitiv mega gut umgesetzt. Finde ich sehr nice. Und dass auch jetzt hier an dieser Stelle jeder der Sins nochmal so eine kleine Rede hält gegenüber Meliodas, finde ich von der ganzen Teamdynamik her einfach bombastisch, ohne Spaß. Wir kommen kurz zum Kampf gegen den Dämonenkönig und hierbei muss man definitiv sagen, der Dämonenkönig hat gar keine Chance. Also das ist halt echt krass. Meliodas ist absolut heftig. Wir sehen, dass Meliodas Kugeln aus Dunkelheit benutzt und das haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen, angeteasert bekommen, aber noch nicht komplett. Also das ist so ziemlich das allererste Mal, dass Meliodas das einsetzt, denn für die Leute, die sich erinnern werden, in Staffel 2 haben wir das Druidentraining gehabt, wo Meliodas gegen King gekämpft hat in dieser Höhle und genau das, was ich halt gerade ansprechen wollte. Wir haben die Konfrontation zwischen King und Meliodas, in der King erklärt, dass er seine Kraft auf einen Punkt konzentriert und damit dann quasi Kugeln erschafft oder Tropfen erschafft, womit er dann die ganze Umgebung komplett zerschneiden kann und so weiter. Das macht Meliodas jetzt hier auch. Wir haben damals in Season 2 im Anime oder im Manga von mir aus, haben wir gesehen, dass Meliodas das auch versucht hat, quasi King nachgemacht hat, aber wir haben den Kampf dann dementsprechend nicht wirklich gesehen, weil Jenna und die anderen Druiden das Ganze unterbrochen hatten und wir dazu dann nie wirklich kamen. Aber jetzt sehen wir hier, wie Meliodas diese Fähigkeit oder diesen Rat von King übernimmt und seine dunkle Kraft, die natürlich zu jetzigem Zeitpunkt ein ganz anderes Level aufzeigen kann. Und wir sehen, dass er mit diesen Kugeln der Dunkelheit das Gesicht unter anderem des Dämonenkönigs von seinem Vater, die Rüstung und auch das Schwert, das fette Schwert vom Dämonenkönig, zersetzt. Also das ist echt heftig. Der macht hier seinen Vater komplett fertig mit diesen Kugeln, was er aus dem Training mit King genommen hat. Ja, also das finde ich auf jeden Fall cool, dass man noch so eine kleine Anlehnung hier dran definitiv nochmal hier reingebracht hat. Das finde ich definitiv nice. Meliodas dominiert vollständig und zerstört seinen Vater. Sein Vater, der Dämonenkönig, fällt auf den Boden, blutet sogar und sein Gesicht, seine Rüstung, sein Schwert komplett zerschnitten. Und Meliodas setzt dann am Ende des Chapters nochmal einen Standpunkt, dazu komme ich aber gleich nochmal. Wir kommen kurz zu dem Kampf der realen Welt, nämlich Bannskampf und Zeldriskampf, was ich gerade angemerkt hatte. Wir haben zwei Kämpfe. Wir haben den Bannkampf, wir haben den Zeldriskampf. Bann gegen König Meliodas, Zeldris gegen das zweite Monster, was König Meliodas erschaffen hatte. Der Kopf ist ja schon vernichtet worden von Zeldris, wir haben jetzt das zweite Monster. Zeldris gewinnt hier einfach, also da habe ich nicht wirklich viel zu sagen. Das Monster kämpft halt gegen Zeldris, aber Zeldris ist halt stärker. Zeldris ist halt krasser und gewinnt halt durch sein Omnius Nebula gegen das Vieh. Aber er wird im gleichen Moment vom Angriff von König Meliodas zerstochen. Mael merkt dann an, dass es ja gar nicht sein kann, dass Zeldris davon Schaden nehmen kann, weil Zeldris auf magische Angriffe theoretisch durch Omnius Nebula geschützt ist. Der Punkt ist aber, und das ist genau das, was viele von euch anmerkten letzte Woche im Stream oder auch in den Kommentaren unter meiner letzten Review, der Dämonenkönig hat Zeldris seine Kraft gegeben durch seine Gottfähigkeit und so weiter. Ja, und er kann ihm die halt auch wieder nehmen, deswegen ist Zeldris hier voll im Arsch. Also das muss man einfach sagen. Zeldris wird hier komplette Kanne getroffen und fällt zu Boden. Er hat dann einen letzten Wunsch, den er äußert. Er möchte nämlich an Meliodas glauben, der es schaffen wird, seinen Vater zu besiegen, also den Dämonenkönig. Und das ist tatsächlich der letzte Wunsch, den Zeldris hier äußert. Ob Zeldris jetzt stirbt oder nicht, das wissen wir nicht. Keine Ahnung, er fällt einfach zu Boden. Seine Augen sind geschlossen und das war es erstmal für ihn. Also ich glaube, der Typ steht nicht wieder auf, auch wenn das gefühlt in diesem Arc schon 50 Mal vorgekommen ist. Aber trotzdem, wir haben Zeldris erstmal am Boden. Also man muss sagen, ich find's cool, nice, dass er hier nochmal wieder ein bisschen was zeigt, dass er sich nochmal gegen seinen Vater aufgelehnt hatte und dass er an der Seite von Meliodas und den Sins gekämpft hat. Das finde ich definitiv cool, korrekt, nice. Das habe ich die letzten paar Wochen immer angesprochen und definitiv ein nices Chapter für Zeldris. Aber dann sehr, sehr offensichtlich kann man sagen, dass Zeldris hier von der Seite getroffen wird, die ihm dann letztendlich die Kraft halt auch gegeben hat und jetzt halt wieder nimmt. Das Krasse an dieser Sache ist eigentlich,
dass genau in dem Moment, als Seldriss getroffen wurde, hätte Ban die Möglichkeit gehabt, den Dämonenkönig aus Meliodas rauszuporten, rauszunehmen mit seiner Fähigkeit, weil im gleichen Moment halt auch Meliodas den Dämonenkönig im Kopf, im innerlichen Kampf zur Strecke gebracht hat und halt zu Fall gebracht hat. Aber König Meliodas, der Dämonenkönig, hat Seldriss hier halt wahrscheinlich, denke ich jetzt einfach mal, seiner Kraft wieder beraubt, wahrscheinlich dadurch möglicherweise auch wieder einen Powerschub bekommen, weil er Seldriss Kraft, die natürlich auch ihm gehörte, wiedergenommen hatte, hat dann dementsprechend Ban wieder zu Boden geworfen und dann Seldriss getroffen. Die letzte Äußerung in diesem Kapitel kommt von Meliodas, der natürlich den innerlichen Dämonenkönig zu Boden wirft und sagt, der letzte Schlag entscheidet alles. Und damit kommen wir zum Titel des nächsten Kapitels. Das nächste Kapitel heißt Todeskampf. Ja. Das ist sehr, sehr mies. Das könnte auf jeden Fall bedeuten, dass hier jemand stirbt. Ich hoffe, es wird der Dämonenkönig sein. Ich hoffe, man macht irgendwie dann einen neuen Gegner. Also ich möchte wirklich nicht, dass hier Happy End schon ist. Also das fände ich ein bisschen schade. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, weil man noch ein bisschen was hätte, sag ich mal, was man abhandeln kann. Aber das nächste Chapter Todeskampf wird hier wohl das Finale von dem Dämonenkönig, dem alten Dämonenkönig und seinen beiden Söhnen sein, beziehungsweise eigentlich mehr Meliodas, weil Seldriss halt zu Boden gefallen ist. Das soweit dazu. Lasst mir gerne eure Meinung zu diesem Chapter in den Kommentaren da. Was denkt ihr zu Seldriss und zu Meliodas Technik, kann man sagen? Habt ihr euch vielleicht ein bisschen was anderes drunter vorgestellt oder feiert ihr das? Ansonsten würde ich sagen, wäre es gewesen. Lasst mir gerne einen fetten Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 19 Uhr natürlich in alter Frische wieder zu einem fetten Livestream, wo wir über das nächste Chapter sprechen werden, so ein paar Eindrücke und möglicherweise, wenn es dann in den Todeskampf geht, auch über einen möglichen Tod, was dann dementsprechend vielleicht nicht unbedingt der Dämonenkönig sein wird. Das wär's gewesen, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, haut rein und ciao.